Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge Counter-Strike Battle gegen den Big Mana. Und dem Ingo Viva, hallo. Oh Gott, ich musste mich, ich hab schon gar nicht lange mitgerechnet, dass du jetzt gerade hier bist. Durch die Wand, Alter. Was ja, mit dir denn nicht Wände, richtig? Da kannst du durchballern. Ja, ne? Durch die mittleren, das weiß ich auf jeden Fall. So, und jetzt hast du eine andere Waffe. Ah, okay. So, das, man hat immer unterschiedliche Waffen. Also jeder die gleiche. Oh, Molotow kann ich nicht werfen, stimmt, das ist ein Bug. Nämlich ein Bug. Bug. Ein Bug hast du? Ja. Das ist schon lange nicht mehr gegeneinander gezockt, ey. Immer nur mit. Boah, Alter, du hast mich fast im richtigen Moment erwischt. Fast. Ich hatte nämlich den Molotow. Wärst du ein paar Minuten eher... Ne? Das wusste ich natürlich nicht. Ja gut, das weiß man natürlich nicht. Wo ist mein süßes Bärchen? Ja, wo bist du? Da. Das gibt's nicht, Alter. Du bist einfach ja vom Aim, bist du also ja, du, tausendmal musst, besser. Ja, du musst halt wieder reinkommen, immer. Ich weiß noch, du hast auch schon mal ganz viel gegen mich auch gespielt, wo ich auch nicht viel geschafft habe. Weißt du? Ja, gut, okay. Da hatte ich nur den Vorteil, dass ich gut flicken kann. Ab und zu. Das ist so ein hundsgeiles Fickspiel, ey. Aber, Mann, ey. Deine Waffe jetzt, komm. Jetzt mir auch nix. Boah, wo warst du? Was? Ah, das möchtest du gerne wissen, ey. Ich war auf der anderen Seite der Map. Okay. So, und jetzt wieder Deagle. Ah, jetzt fängt's wieder. Ah, okay, okay. Genau. Gut. Genau. Die ist echt cool, die Map. Ist so ein bisschen wie die Büchse der Pandora, wollte ich schon sagen. Wie hier Hunger Games mit den, dass man Aufzug. Ja, genau. Genau. Habe ich dich wenigstens einmal getroffen? Ja, ja, lass mich. Die Map habe ich nämlich letztens beim Video von Counter-Strike gesehen. Da haben die eine Challenge gemacht während des Turniers. Da haben zwei Spieler immer gegeneinander, also 1 gegen 1 gespielt. Ja. Kann den Tipp geben. Kann den Tipp geben. Ja. Die Map muss man ab und zu wirklich steppen, auch wenn man dann der Gegner die Steps hört. Weil ich auch. Weil die so verwinkelt ist, dass man schnell sich bewegen kann. Weil wenn, gerade mit der AWP, ich habe mich so langsam bewegt, klar. Ich ziel auf dich und ich versteh's nicht. Alter Vater, ich verstehe. Ach mein versuchst Gott. Du versuchst zu sprayen. Nee, ich habe auf deinen Körper gezockt, gespielt, meine ich. Ja, aber der Spray geht ja nicht nur auf den Körper. Alter, ist so komisch, ey. Guck, das ist so unrealistisch, das Spiel, ey. Nicht unrealistisch. Doch, das ist doch, ich treffe die als erstes.
Hä? Du hättest doch viel eher tot sein müssen. Ja, aber du hast den Spray dann versammelt. Gewonnen. Hab ich daneben geschossen. Ach, schon Niederlage? Ja. Ach so, hey, haben wir schon so viele Runden rum? Und 10 Runden, glaube ich, nur. Ah, okay. Dann müssen wir aber nochmal machen jetzt. Ja, ich weiß halt nur nicht, Abstimmung. Ich glaube, das startet nicht von neu. Ich weiß es nicht genau. Achso, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück. Und wir haben die Aufnahmephase. Und ja, mal schauen. Spiel startet in 3. Sehr schön. So, 1. 1. Wind. Möge der Beste gewinnen. Und der Beste ist... Aber das macht Spaß, komm. Das ist auf jeden Fall. Die Map ist geil. Also die Map ist mega cool. Das auf jeden Fall, nur gegen dich macht's nur bedingt Spaß. Guck! Hä? Ich schieß auf dich. Warum trifft er dich nicht? Ich zieh auf deinen Körper. Was sind das alles für Hurenwaffen, ey? Nicht alle Waffen gehen auf den Körper. Du musst trotzdem manchmal ein bisschen weiter runter, manchmal ein bisschen rechts. Ja, aber ganz ehrlich, das ist nicht realistisch. Wenn du auf mit einer Waffe auf den Körper, auf diese Entfernung, dann triffst du auch den Körper und nicht die Knie oder auf den Boden. Oh. Oh, Selbstmord begonnen. Da bin ich noch. Ich habe zum Beispiel jetzt nicht auf den Körper, ich habe auf den Boden geschossen und dann. Habe ich links oder rechts? Ich weiß nicht, ich mache das automatisch schon mittlerweile. Oh, Alter, das war ein Ventilator, Alter. Und welche sagt? Hm? Angespannt. Weil ich mag ja so verwinkelte Sachen nicht. Weißt du? Das schreckt man nicht immer. Ich hab zum Beispiel jetzt keinen Spray genommen, ich hab versucht zu tabben. Also halt, ne? Immer ein, eins, eins, eins. Hä? Wo bist du? Ja, wo bist du? Gut getappt. Sehr gut getappt. Weil aus dieser Distanz brauchst du nicht versuchen zu sprayen. Also ich kann, ich schaffe es vielleicht ab und zu versuchen, aber klappt auch nicht immer. Das würde ich auch nie machen. So. Wow. Habe ich dich getroffen? Mhm. Echt? Boah, Alter, ich hatte nämlich auch Angst, dass du von unten kommst. So schnell hätte ich dann nicht da. Du warst in meiner Höhe, weißt du? Dann kriegst du noch gut hin. Da Kackmolle.
Hast du sowas? Darf man sich eigentlich bewegen bei der scheiß Diegel? Naja, nicht unbedingt. Ich bin ja auch, ich bin ja in der Hocke meistens, ne, wenn ich weiß, ich treffe den Kopf nicht. Dann bin ich in der Hocke und versuche mich trotzdem so ganz leicht immer zu bewegen. Okay. Weil die braucht echt einen genauen Schuss dann. Warum hast du eigentlich andere Granaten als ich? Eine Decoy. Oh! Nein! Das verstehe ich dann nicht. Ich sehe dich als erstes, drück ab und... Ich verstehe es nicht. Naja, gut. Ist halt ein Scheißspiel, wird immer ein Scheißspiel bleiben. Nein! Aber ich spiele es trotzdem ab und zu gerne. Okay. Aber trotzdem ist es für mich halt ein... Weiß ich nicht, ey. Dass sich alle Leute sich immer drauf einbilden, auf das Spiel, ey. Das ist ein gutes Spiel. Spielt mal lieber wie früher Quake, ey. Das war ein Reaktionsspiel. Das stimmt allerdings, hast du recht. Gut, da würde ich sagen, trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt den ganzen Daumen nach oben. Und ja, jetzt hier, Achtung, Verbindungsprobleme, automatische Verbindung getrennt in 21 Sekunden. Gut, da habe ich noch ganz schnell Zeit, um Tschüss zu sagen. Und natürlich auch der Big Maler. Tschüss. Tschüss.